Herzlich willkommen zum nächsten Video mit Antworten auf Zuschauerfragen. Ich nehme als erstes die Zuschauerfrage, die sich mit dem Thema Scham beschäftigt und im Zusammenhang mit dem Interview mit Liv Larsen gestellt wurde. Und zwar heißt es da, von Liv habe ich gehört, dass die Menschen, die Scham empfinden, oft starr auf sie schauen oder zu Boden schauen. Gibt es etwas, das ich tun kann, um diese Menschen zu unterstützen, außer sie in Anführungszeichen in Ruhe zu lassen und zu akzeptieren, dass sie gerade alles tun, um zu überleben? Die Liv hat ja gesagt, wir sind dann so im Moment, in einem Zustand in diesen Momenten, wo wir eigentlich nur versuchen zu überleben, weil es uns derart unangenehm ist und weil es ja derart gefährlich ist, wenn es ja aus diesen tiefen Schichten kommt, wo wir noch um die Zugehörigkeit kämpfen und um die Sicherheit, dass wir geliebt sind und dass wir dazugehören zu dieser Gemeinschaft. Also, was kann man da tun? Das Wichtigste, das Allerwichtigste ist die Haltung, dass du dich gleichwertig fühlst und dich nicht, auch nicht ein bisschen über diese Person stellst, die jetzt gerade Scham empfindet. Das hilft, wenn du dich daran erinnerst, dass du auch mal Scham empfunden hast. Das kennen wir alle. Wir können uns alle in diese Situation hineinversetzen. Und selbstverständlich ist es für uns alle unangenehm und wir erinnern uns nicht so wahnsinnig gerne. Wenn du das fühlst bei dir, ah, genau so hat sich das ja angefühlt, dann kannst du einfach dabei bleiben. Es geht nicht mal darum, die Person in Ruhe zu lassen, sondern es geht eher darum, in wirklich hoher Präsenz da zu sein. Manchmal frage ich, was kann ich tun, dass es dir besser geht? Das frage ich manchmal. Oder manchmal sage ich gar nichts und bin einfach da. Und dann beginnt sich das ja zu bewegen, weil es bleibt nicht immer einfach so starr. Und dann kann man wieder ins Gespräch kommen. Fragen stellen ist besser als helfen wollen. Helfen wollen nützt überhaupt nichts. Also nützt überhaupt nichts, ist nicht wahr. Manchmal hilft's. Aber es ist auch häufig, greift es unsere Autonomie an, wenn wir dann geholfen werden in dieser Situation, wo wir uns sowieso schon schlecht fühlen. Das ist relativ schwierig für das Autonomiebedürfnis. Also einfach dabei bleiben und Fragen stellen, wenn du es nicht mehr aushältst. Es geht ja dann darum, dass du es nicht mehr aushältst, wenn du nicht einfach dabei bleiben kannst. Also schau auch drauf, was ist denn dein Bedürfnis? Was ist dein Gefühl? Da kannst du dich auch damit beschäftigen, währenddem die andere Person auch mit sich beschäftigt ist. Und das ist dann nicht in Ruhe lassen, sondern das ist in Verbindung sein und für dich sorgen in dieser Situation, die ja für dich auch nicht einfach ist. Es ist ja fürs Gegenüber nie einfach, wenn da etwas passiert, was die Person so unglaublich absorbiert. Weil wir sind dann so unglaublich absorbiert. Dabei bleiben, Fragen stellen, dich gleichwürdig und gleichwertig fühlen, das ist wichtig. Wenn du weitere Fragen hast dazu, wenn dir das nicht reicht, dann stell weitere Fragen. Dann nehme ich noch ein anderes Thema, und zwar ein Thema, das aus dem Interview mit Ingrid Zinnel entstanden ist, die sagt, bei Trotz kannst nur du entscheiden, dich zu verändern und es nützt, wenn eine Person von außen, wenn ich trotzig bin und die Person da draußen sich nicht für mein Drama interessiert, für meinen Trotz interessiert, dann hilft das. Und dann ist das eine Möglichkeit, den Trotz zu bewältigen.
Es gibt eine andere Möglichkeit auch noch, die der Marshall Rosenberg vorschlägt, nämlich es gibt so lange ein Zeichen in mir und veranlasst mich zu handeln, auch ganz irrational und ganz schädlich manchmal sogar und nicht zuträglich für mich, solange bis ich gehört werde. Und das stimmt natürlich beides. Das, was tatsächlich passiert, wenn wir trotzig werden, ist, dass es ein inneres Kind hat, das in einem Autonomiebedürfnis und in einer Verletztheit, die aus Kindertagen kommt, da ist und sagt, wart nur, dir zeige ich's. Das ist Trotz. Und dann handelt so, dass es einen selbst ja verletzt. Trotz ist immer etwas, das gegen einen selbst. Die Leute da draußen, die merken es manchmal nicht mal. Die merken nicht, wenn, also die merken es vielleicht, wenn es ganz dramatisch ist, so wie im Interview, in dem Ingrid Zindel erzählt, dass sie im Winter raus ist, ohne etwas und ohne Schlüssel und dann lange gefroren hat und es war schrecklich und da hat sie sich dann geschworen, das passiert nie mehr. Und das Trotz ist etwas, das da reagiert das innere Kind und will sagen, warte nur, ich zeig's dir, aber es nützt nichts. Und das, was eigentlich gesucht ist von diesem inneren Kind, ist gehört werden. Und deshalb sagt der Marshall Rosenberg auch, es geht so lange und es gibt so lange innere Impulse, bis du wirklich gehört bist. Und das sind einfach zwei verschiedene Strategien angesprochen. Die eine Strategie ist, ich nehme mich jetzt als erwachsen wahr und weiß, ich bin erwachsen, wenn ich denn das bin. Und weiß, ich habe da ein inneres Kind, das gerne gehört werde und das so trotzig ist und tobt und macht, bis es gehört wird. Das sind die beiden Dinge, oder? Also ich kann als erwachsene Person sagen, okay, ich wende mich meinem inneren Kind zu und höre dieses innere Kind. Das muss nicht immer außen laufen, das kann auch in mir drin so sein, dass ich mich selbst höre. Und selbstverständlich ist es nützlich, wenn mich aus außen auch jemand hört. So wie das Liv Larsen beschreibt, dass sie sagt, in diesen Momenten bin ich umso mehr darauf angewiesen, dass du nicht weggehst und bei mir bleibst und ich sicher sein kann, dass ich geliebt bin und dass ich dazugehöre. Aber es geht auch, dass ich mich selbst bei der Hand nehme und mir mal als erstes Selbsteinfühlung gebe, mich selbst höre und das als erwachsene Person. Also da hat so wie die zwei Teile in mir, einerseits die erwachsene Persönlichkeit, die ja nicht so reagiert, weil die weiß, dass das nichts nützt, und das innere Kind, das normalerweise wirklich jung ist, zwischen 2 und 5, und die beiden zusammenzuführen und darin gehört zu werden, das nützt. Und das sind einfach zwei verschiedene Strategien, die beide nicht so weit erläutert waren. Es stimmt beides. Ich muss mich entscheiden, ob ich aufhören will. Und ja, es ist so, dass es wirklich befriedet wird, wenn ich wirklich gehört werde. Stell weitere Fragen, wenn es nicht klar genug ist, bitte. Und das war's für heute und bis zum nächsten Mal.